Hallo. Ja, würde gerne Sie bitten, einmal mit den Bildern zunächst zu pausieren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz der Verkündung und Vorstellung der künstlerischen Leiter der Documenta 15, die vom 18. Juni bis zum 25. September 2022 hier in Kassel stattfinden wird. Schön, dass Sie so unglaublich zahlreich gekommen sind. Es tut mir leid, dass wir nicht für alle Stühle haben. Ich hoffe, Sie machen es sich so bequem wie möglich. Mein Name ist Johanna Köhler, ich bin zuständig für die Kommunikation in der Documenta Museum Fridericianum GmbH und ich würde jetzt ganz kurz einmal ein bisschen auf Organisatorisches und auf den Ablauf hier dieser Veranstaltung eingehen wollen. Zum einen haben wir, weil Teile der Veranstaltung auch Englisch stattfinden werden, für Sie eine Simultanübersetzung organisiert und Sie finden Kopfhörer dort, wenn Sie mögen. Es ist zu beachten, dass auf Kanal 1 ins Deutsche übersetzt wird und auf Kanal 2 ins Englische. Das müssen Sie entsprechend für sich einstellen. Hier auf dem Podium wird Sie zunächst der Aufsichtsratsvorsitzende Oberbürgermeister Christian Geselle begrüßen. Er wird dann das Wort abgeben an die Staatsministerin Angela Dorn, die aus Sicht des Landes kommentieren wird. Und wir freuen uns sehr, dass auch die Leiterin der Bundeskulturstiftung, Hortensia Völkers, zu uns gekommen ist, um aus ihrer Sicht dieses Ereignis zu würdigen. Herr Oberbürgermeister Geselle wird dann einleitend zu Ihnen sprechen, bevor Generaldirektorin Dr. Schormann auf den Prozess der Findungskommission eingehen wird und schließlich auch die Personalie verkünden wird. Sie müssen sich also ein klein wenig gedulden. Und im Anschluss werden dann die beiden Vertreter der Findungskommission, Elisa Rose und Jörg Lerott, nochmal auf inhaltlich eingehen, auf die Entscheidung der künstlerischen Leitung. Und dann gibt es Gelegenheit, die künstlerische Leitung auch selbst kennenzulernen. Sie wird sich hier auf dem Podium dann vorstellen, worauf wir uns natürlich besonders freuen. Und abschließend gibt es Gelegenheit für Ihre Fragen. So viel erstmal von mir zum Organisatorischen. Die Pressemappen mit ganz viel Information werden im Anschluss am Ausgang ausgegeben, können Sie gerne mitnehmen und gibt es natürlich auch digital. Und damit würde ich Sie einladen, Herr Oberbürgermeister Geselle, dass Sie die Veranstaltung eröffnen. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Köhler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch nochmal, auch stellvertretend für den Aufsichtsrat, aber auch die Stadt Kassel recht herzlich hier begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich der Verkündung des nächsten künstlerischen Leitung, wenn wir den Spannungsbogen aufbauen, der Documenta 15, und möchte diesen Bogen aufbauen, indem ich vielleicht nochmal ganz kurz, weil heute soll nicht der Tag der Zukunft sein, aber doch zurückblicke, und das sei mir an dieser Stelle auch nochmal gestattet, weil wir haben keine leichte Zeit in den letzten anderthalb Jahren seit der Documenta 14, dem Ende der Documenta 14 hinter uns. Bin aber sehr froh, dass in diesen anderthalb Jahren durch hartes Arbeiten sowohl von beiden Gesellschaftern, deshalb ausdrücklich nochmal ein herzliches Dankeschön auch an das Land Hessen an dieser Stelle, aber auch die Stadt Kassel und alle Gremien, das der Aufsichtsrat war, die Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den Gremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel gemeinsam daran gearbeitet haben, dass dieses besondere Ereignis die Marke schlechthin der Stadt Kassel, die Stadt Kassel ist die Documenta-Stadt, auch nach diesen negativen Schlagzeilen, die teilweise nicht alle berechtigt waren,
und dem einen oder anderen sicherlich auch wehgetan haben, aber eine hervorragende Zukunft vor sich hat. Es ist aufgearbeitet worden. Es sind die wesentlichen Schlüsse für die Zukunft gezogen worden. Die organisatorischen, strukturellen, finanziellen Rahmenbedingungen sind in diesen anderthalb Jahren geschaffen worden, um eben den Blick auf das wirklich Wahre an der Documenta, nämlich ja die Freude, die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur zu ermöglichen und eben nicht über organisatorische oder strukturelle Bedingungen debattieren zu müssen oder in der Öffentlichkeit eine Debatte führen zu müssen. Wir haben die personellen Voraussetzungen geschaffen, insbesondere auch mit der Benennung von Frau Dr. Schormann als Generaldirektorin der Documenta. Wir haben aber auch im gesamten Team der Documenta, also in der Gesellschaft, neue Personen und Stellen zur Verfügung gestellt, um eben dieses Unternehmen, diese Veranstaltung Documenta, was uns so prägt, auch künftig noch besser aufstellen zu können. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Documenta, denn für die Kolleginnen und Kollegen möchte ich an dieser Stelle sagen, war das auch eine schwierige Zeit, die letzten anderthalb Jahre. Ein recht herzliches Dankeschön an dieser Stelle loswerden. Das war eine hervorragende Arbeit, sozusagen das operativ umzusetzen, was dann die Gesellschafter gefordert haben, uns zur Verfügung gestellt haben, damit wir eben den Blick nach vorne richten können. Herzlichen Dank auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Documenta. Ich bin auch sehr dankbar, dass mit Hortensia Völkers und Alexander Fahrenholz die beiden über die Geschäftsführung der Kulturstiftung des Bundes heute hier anwesend ist und freue mich sehr, dass Sie auch der Einladung gefolgt sind, hier heute dann auf dem Podium Platz zu nehmen und gemeinsam mit der Stadt Kassel und dem Land Hessen sozusagen diese Zukunft weiter betreiben zu wollen. Und das Datum der nächsten Documenta ist genannt. Und an dieser Stelle sei auch nochmal vorneweg gesagt, ein herzliches Dankeschön an die Findungskommission. Das habe ich eben in der Aufsichtsratssitzung schon mal gesagt, denn wir haben, und Elvira Rose und Philipp Pirott sind hier die beiden Vertreter der Findungskommission, die heute hier anwesend sein können, eine Findungskommission im Sommer letzten Jahres gefunden, die diesen Glauben an die Besonderheit der Documenta nie verloren hatte, die Multiplikatoren für die Documenta in der Welt waren und sind und die uns mit ja, ihrer Freude und Begeisterungsfähigkeit an der Zukunft der Documenta angesteckt haben, möchte ich sagen. Und ich habe sie nicht nur heute getroffen, sondern wir haben uns ja im letzten halben Jahr auch öfters getroffen und habe dann nicht bei der inhaltlichen Findung, wie sich das gehört, sondern aber an den guten Gesprächen drum von dieser Freude und positiven Energie teilhaben dürfen. Und deshalb auch nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an alle Mitglieder der Findungskommission. Und vielleicht das Besondere, die Findungskommission wird die Documenta 15 auch noch weiter begleiten. Das ist etwas, was es so bislang auch noch nicht gegeben hat. Alle Mitglieder der Findungskommission werden, vielleicht schon mal so viel Spannung vorneweg, als ein Beirat sozusagen, weil sie von dem Konzept und den Personen, der Person, die wir Ihnen vielleicht jetzt gleich vorstellen werden, so überzeugt sind und auch, so habe ich es jedenfalls begriffen, Kassel auch so im Herzen haben und die Documenta so im Herzen haben, dass sie uns weiter begleiten dürfen. Deshalb auch nochmal recht herzlichen Dank der ganzen Findungskommission für die geleistete Arbeit. Ich
mache an dieser Stelle erstmal einen Break und sage nochmal recht herzlichen Dank und darf die ja, Neue, darf man das noch sagen, ich darf an dieser Stelle auch gratulieren persönlich, habe ich schon im Brief getan. An dieser Stelle haben wir auch persönlich die Gelegenheit, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen, Angela Dorn, neben mir begrüßen und nochmal aus ihrer Sicht von Seiten des Landes Hessen sozusagen hören und freue mich, was es hier zur Zukunft der Dokumente zu verkünden. Bitte schön, Frau Dorn. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich möchte mich bedanken für die gute Kooperation, die zwischen Land und Stadt seit vielen Jahren herrscht. Und ich habe jetzt sozusagen die Gunst, auch aufgrund der neuen Aufgabe, den Blick nach vorne zu machen. Und die Documenta ist in ihrer weltweiten Strahlkraft von so großer Bedeutung, dass es für mich wirklich auch eine Ehre ist und eine sehr persönliche Freude zugleich, jetzt als neue Ministerin für Wissenschaft und Kunst diese begleiten zu dürfen, unterstützen zu können. Und das ist natürlich ein gewisser Paukenschlag sozusagen, gleich an seinem Amtsantritt vor 2 Tagen hatte ich meinen ersten Besuch und jetzt sozusagen gleich mit der Verkündung der künstlerischen Leitung beginnen zu dürfen. Und wir merken, wir versuchen diesen Spannungsbogen, ich weiß, Sie wollen eigentlich was anderes hören, aber versuchen ihn noch ein bisschen zu halten, damit die Freude gleich noch größer ist. Und das Land Hessen, das steht nicht nur zu Documenta, für uns ist es ein Glücksfall, dass wir die Documenta haben. Und ich glaube, angesichts dessen, wie die Documenta gegründet worden ist und angesichts der erstarkten rechten Kräfte in diesem Land, ist es auch sehr wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, warum es die Documenta gibt. Und warum sie gerade heute von so großer Bedeutung ist. Die weltweite Anerkennung der Documenta ist für uns als Land, und ich weiß genauso wie das für die Stadt und die Kulturstiftung des Bundes, ist sie Verpflichtung. Verpflichtung dafür, auch in Zukunft gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und zweifellos ist es sich auch Ansporn. Ansporn für die künstlerische Leitung, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und die Documenta gibt immer wieder Anstöße. Anstöße zur Reflexion, Anstöße zur neuen Wahrnehmung. Die Durchrüttelung der Gedankenwelt des bisher Erlebten. Und mir ist ganz besonders wichtig zu betonen, dass es Sinn der Documenta ist, dabei immer wieder an Grenzen zu stoßen, dessen, was das Publikum und was wir kennen, was uns, für uns gewohnt ist, was wir wollen. Die Documenta muss provozieren. Sie muss auch immer wieder anstößig sein, denn wenn sie die Standortbestimmung der Gesellschaft sein möchte, und das ist sie, und wenn sie uns die Zukunft mitleiten möchte, mit ihren Gedanken, mit dem kritischen Spiegel auf die Gesellschaft, dann braucht sie genau diesen Mut. Und es war schon immer so, dass Künstlerinnen und Künstler die Seismografen sind für gesellschaftliche Entwicklungen und deswegen ist die Documenta von so großer Bedeutung und deswegen ist Kunst und Kultur von so großer Bedeutung. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir diesen Mut haben, genau diese Documenta auch weiterhin in Kassel so zu haben. All dies wird, und jetzt versuche ich den Spannungsbogen weiter aufrechtzuerhalten, wird die künstlerische Leitung der Documenta 15 in einer besonderen Art und Weise ausführen. Sie werden bald verstehen, wieso. Ich persönlich freue mich schon sehr auf die Documenta 15 in 3 Jahren, auf die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Wir haben in der Zwischenzeit auch als Land und als Stadt noch ein bisschen was zusätzlich zu tun. Wir wollen ja das Documenta-Archiv in ein Institut für unabhängige Forschung sozusagen erweitern. Da stehen eine Menge Aufgaben für uns an. Aber heute begrüße ich erstmal die Findungskommission für diesen Vorschlag. Und ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat auf den Vorschlag gefolgt ist. Herzlichen Dank für all Ihre Arbeit. Ich darf sozusagen jetzt die Früchte sozusagen mit genießen, aber dafür kommt jetzt in den nächsten 5 Jahren eine Menge Arbeit auf uns zu. Und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Kooperation mit allen Beteiligten. Vielen Dank. An Bord und auf dem Podium sozusagen vertreten durch Hortensia Völkers heute. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich und das tue ich auch im Namen meines Vorstandskollegen Alexander Farnholz. Wenn ich mich hier so ein bisschen am Podium umschaue, gehören wir beiden auf jeden Fall zum alten Eisen. Uns verbindet die Documenta mit der Documenta seit 30 Jahren in sehr unterschiedlichen Funktionen. Wir haben beide bei Documenta gearbeitet und jetzt seit vielen Jahren mit der Kulturstiftung des Bundes einer der 3 Hauptförderer. Als ich noch 1995 gefragt wurde, ob ich bei der 10. Documenta mitarbeiten möchte,
fragte ich einen befreundeten Restaurator, der bei der Documenta 9 dabei war, was meinst du, soll ich das machen? Langes Schweigen. Also, sagt er, das ist eine totale Zumutung. Das ist eine totale Überforderung. Aber es ist wahrscheinlich das Interessanteste, was du beruflich erleben wirst. Mach es. Und so war es dann auch. Und so wird es immer sein. Und ich glaube, sowohl Herr Farnholz als ich tragen das ganz tief in unseren Herzen, dass diese Veranstaltung, diese Institution nur überleben kann, wenn sie sich im Grunde genommen jedes Mal neu erfindet. Und man sagt das so leicht, ne? Die Besonderheit, an die Grenzen gehen und so, das kann man jetzt so, können wir uns so alles erzählen. Nachher, wenn man es erlebt, und das sind viele Konflikte, das ist für die Politik extrem schwierig auszuhalten, auch bei so einer schnellen und nervösen Medienlandschaft und der Ungeduld und die schnellen Urteile, da muss man wirklich eiserne Nerven haben. Und die Documenta kann nicht ein Marketingprodukt werden, was geschmeidig vorhersehbar ist. Sie wird es nicht überleben. Und ich bin sicher, dass sie das auch nicht sein wird, wenn wir in ein paar Minuten hören, was uns als nächstes erwartet, ist, glaube ich, alles, was ich mir mein Freund damals gesagt hat, absolut treffend, auch für die Documenta 15. Bitte lassen Sie mir den Respekt aussprechen für die Politik, sowohl in Kassel wie in Hessen, dass sie diese sehr schwierige Situation oder die Ebene begradigt haben, damit wir weitermachen können. Es war ein schwieriges, unangenehmes Jahr und ich freue mich sehr, dass es weitergeht. Vielen Dank. Ja, danke schön, Frau Völkers, Frau Dorn. Und Sie haben das ja eben zu Recht angesprochen, die Documenta erfindet sich immer wieder neu. Man darf niemals den Glauben sozusagen an die eigenen Kräfte dieser Documenta verlieren. Und auch allen Unkenrufen, auch in der teilweise nervösen und hektischen Medienlandschaft, wie Sie das eben, glaube ich, zutreffend geschildert haben, zum Trotze, haben wir das auch für die nächste Documenta 15 getan und die Voraussetzungen, das ermöglicht, was die Ermöglicher, und so begreifen wir die Rolle des Aufsichtsrats, eben die künstlerische Freiheit zu ermöglichen durch die Findungskommission, hin dann zu dem, der oder denjenigen, die die nächste Documenta kuratieren. Und dann ist, glaube ich, auch die Documenta immer zu Recht ein Kaleidoskop dessen, was gesellschaftspolitisch gegenwärtig diskutiert wird, die Zeit bestimmt. Und ich finde dann spannend, dass wir demnächst, so leite ich den Spannungsbogen weiter, eben nicht nur, meine Damen und Herren, Kritik und Fragen, welche gesellschaftspolitischen Diskussionen denn im Wege Kunst und Kultur vermittelt werden sollen, eröffnet bekommen, sondern künftig, und so habe ich das, was uns denn für die Documenta 15 angeboten wird, auch verstanden und auch die Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat, auch Lösungen, mögliche Lösungen, Entwürfe, Alternativen aufgezeigt werden. Und in diesem Zusammenhang darf ich auch nochmal einen recht herzlichen Dank an dieser Stelle, ich glaube ganz zentral, und damit möchte ich dann auch überleiten, an Sabine Schaumann aussprechen. Denn Sabine Schaumann hat schon, bevor sie eigentlich ihren Dienst zum 1. November letzten Jahres bei der Documenta Museum Fridericianum GmbH angetreten hat, intensiv mit der Findungskommission gearbeitet. Sie hat Vertrauen bei der Findungskommission aufgebaut, war vielfach unterwegs, der Art Basel, weiß ich, und einigen anderen Orten, um eben die Mitglieder der Findungskommission noch weiter davon zu überzeugen und diese positive Grundstimmung, dass es hier ganz besonders auch weitergeht und wir das ermöglichen wollen, erledigt. Und deswegen, glaube ich, ist es auch angetan, heute Sabine Schaumann die Verkündung des, der, die, der Namen der nächsten künstlerischen Leitung zu verkünden. Bitte schön.
Dank. Ja, es gibt sie wirklich. Als Frau Völkers das gerade beschrieb, ich muss gestehen, so ging es mir auch, als ich gefragt wurde, ob ich das machen wolle. Und ich mich bei erkundigt habe, bei denjenigen, die eine Documenta schon erlebt haben, habe ich eine ganz ähnliche Reaktion erlebt. Und ich kann jetzt schon aus den kurzen Zeit, die ich hierfür zuständig sein darf, berichten, dass es tatsächlich so ist und so wird, aber unglaublich spannend ist und aufregend und gleichzeitig sehr, sehr viel Spaß macht. Und auch von meiner Seite einfach auch nochmal ein Dank für das Vertrauen, das ja auch von vielen Seiten, vom Aufsichtsrat, vom Land, von der Stadt, aber auch von der Kulturstiftung des Bundes, auch an meine Person gerichtet wurde, dieses umsetzen zu dürfen. Und wie gesagt, ich verspreche das auch weiterhin nach allen Kräften und Möglichkeiten zu tun. Zurück zur Findungskommission und zur Arbeit. Sie kennen ja die Mitglieder, wir haben sie im Juni berufen, dann hatten wir ein erstes Treffen im September hier in Kassel, Anfang September, bei dem wir uns auf das Verfahren verständigt haben und die Findungskommissionsmitglieder sehr, sehr viele mögliche Kandidaten diskutiert hat und sich zum Ende hin auf eine Liste von 12 Kandidatinnen konzentriert hat, von denen wir dann, die wir dann angesprochen haben, und es waren am Ende 10, die bereit waren, sich dem Prozess zu unterziehen. 2 waren leider schon, was sie dann durchaus bedauert haben, durch andere Biennalen und andere Ereignisse gebunden. Die anderen wurden gebeten, ein Kurzkonzept einzureichen, das wirklich eine freie Ideenskizze sein sollte, um einfach wirklich die Möglichkeit zu geben, die Gedanken fliegen zu lassen und sich nicht gleich mit Zahlen und Möglichkeiten und anderen Dingen befassen zu müssen. Aus diesen Kurzkonzepten wurde dann Anfang Dezember in Frankfurt eine Shortlist erstellt aus 6 Kandidatinnen, Kandidaten. Und dann hat die Findungskommission einen wirklich sehr weisen Vorschlag gemacht, finde ich, nachträglich zu bitten, ein zweites Konzept, ein Vertiefungskonzept zu erarbeiten. Und zwar ein Vertiefungskonzept, das sich dann auch schon auf einer realen Basis bewegt, also sprich auf realen Erwartungshaltungen, auf einer Zeitleiste, die erwartet wird, aber auch welche Mittel überhaupt zur Verfügung stehen, um das umzusetzen. Und die Findungskommission hat allgemeine Fragen zur Machbarkeit und spezifische Fragen zu den einzelnen künstlerischen Konzepten gestellt, die dann an die Kandidatinnen weitergeleitet wurden. Alle haben auch zugestimmt, diesem Verfahren zu folgen und haben punktgerecht für den 25. Januar diesen Jahres ihre Vertiefungskonzepte eingereicht, und dann sind alle auch eingeladen worden, wieder hier in Kassel zu Interviews. War ein extrem intensives, langes Wochenende. Erst 6 Interviews, am nächsten Tag waren es noch 4 Kandidatinnen und Kandidaten. Tja, und am Ende stand eine total einheitliche, einhellige, begeisterte Überzeugung der Findungskommission: Es kann nur mehrere geben. Und dieser eine, mehrere, sind tatsächlich mehrere. Es ist ein Künstlerinnenkollektiv aus dem indonesischen Jakarta. Sie heißen Ruan Grupa. Und Ruan Grupa besteht im Kern aus 10 Künstlerinnen und Künstlern, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, als Künstler, aber auch als Journalisten und als... Ja, und warum die Findungskommission? Jawohl, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. Sondern die Findungskommission ist da, und Elvira Ose und Philipp Pirott würden sehr, sehr gerne begründen, warum sie über der absoluten Überzeugung sind, und ich teile diese Überzeugung, dass Ruan Grupa die Wahl sind für die künstlerische Leitung der Documenta 15.
Thank you so much, everyone. Thank you so much, Sabine. First and foremost, on behalf of the funding committee, we would like to thank Sabine and her team and the mayor and the city of Kassel. To say, as you will hear in a second, that for us, that we decided unanimously to support the candidacy of Ron Grupa, a collective of artists and creative professionals that not only present a distinctive and incredibly beautiful concept, but also drive on a very particular methodology. And that was one of the key aspects that drew our attention to it. And I guess no words can be said. I think you should go and ask him the questions, and we'll remind here if you're interested in anything that we can bring. Yes. Ich möchte auch ganz herzlich dem Aufsichtsrat danken, die auch unanimes gestimmt haben für Ron Grupa und alle Leute hier am Tisch. Aber ich möchte auch ganz kurz, weil Elvira und ich sind hier, aber wir sind nicht zu zweit, wir waren zu acht. Ich möchte die Mitglieder der Findungskommission, die heute nicht da sind, auch danken für, nicht nur danken, wir sind eine ganz solidarische Gruppe gewesen, das hat es war manchmal anstrengend, aber es war vor allem sehr spannend, es hat sehr viel Spaß gemacht und es kam am Ende eine sehr solidarische Gruppe daraus, zusammen mit Sabine Schormann. Also ich möchte hier doch mal Ute Metta-Bauer grüßen, Charles Eschi, Amar Kanwar, Frances Morris, Gavin Sobo und Jochen Volz, die heute nicht dabei sein können, aber ich glaube, die sind im Geist sicher dabei. Also, weil, wenn wir für Ron Grupa entschieden haben, am Montagmorgen, gab es Aufbruchstimmung. Also, die Mitglieder der Kommission haben getanzt. Weil wir haben natürlich sehr schöne Konzepte gesehen, hervorragende Konzepte von sechs Kandidaten. Wunderbar, möglich, unglaublich versprechende Ausstellung. Aber dieses Projekt gab das Gefühl, dass wir daran teilhaben wollten. Und ich glaube, ihr werdet alle auch sehr schnell erfahren, und das Gefühl zu haben, hier einen Teil zu haben. Und das Publikum in Kassel auch. Also die Documenta ist gegründet als ein mutiges Antwort auf eine dunkle Geschichte. Ich glaube, diesen Moment haben wir auch zum Glück die Klugheit gehabt, sich für uns für diesen Kollektiv zu entscheiden. Also Ron Grupa hat bewiesen, dass sie verschiedene Gruppen ansprechen können im globalen Welt, nicht nur in Jakarta. Einschließlich Gruppen, die über das reine Kunstpublikum hinausgehen und lokales Engagement und Partizipation fördern. Wichtig sind dabei, und das haben wir auch erfahren können in der Findungskommission, eine unkomplizierte Haltung und eine Menge von Humor. Also diesem Kollektiv besteht nicht nur aus ADN Farid. Frau Schormann hat schon gesagt, 10 Core-Members und viele, viele mehr. Aber ich möchte doch einige anderen grüßen, neben Adedarmoan, Direktor, oder Farid Rakun, der vor allem fast Stratege von Ron Grupa ist. Ich möchte auch Reza Afizina nennen, die Journalistin Ajeng Nurul Aini, die Managerin von Ron Grupa, die Künstlerin, Educator Daniela Fitria Praptono, Musik- und Festivalorganisator Indra Ameng und die auch dabei war beim Interview, Julia Saris, Künstlerin und Spezialistin nachhaltiges Organisation. Also, was sehr, sehr wichtig ist, es gibt nicht wirklich einen Boss in Ron Grupa, es gibt ein kollektives Verfahren. Und diesem kollektiven Verfahren hoffen wir, dass ein Virus wird, in Kassel und im Welt. Also, die Idee, die wir vorgeschlagen haben, heißt Lumbung und Kooperasi. Kooperasi ist ein indonesisches Wort, das man eigentlich allen verstehen kann. Es bedeutet nicht ganz buchstäblich, aber es hat etwas zu tun mit Zusammenarbeit. Also Ron Grupa wird die Hand reichen nach viele, viele Organisationen, Künstler, Journalisten, verschiedene Mitglieder des sozialen Umfelds, um zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, dass wir uns für diesen Kollektiv entschieden haben. I just want to add that one of the key aspects of this proposal is also their interest and the urgency
to address the world from the notion of locality, from the use of the context. So this is going to be as much as a global initiative, an initiative from and for the communities in Kassel. And I think without further ado, we should let the new artistic director of the Documenta to tell us about it. Yeah, thank you very much. Now, Farid and Adi, tell us what's going to happen in Kassel 2022. Good afternoon. Thank you so much for coming. Thank you for all the trust and belief and respect as well. I think we're going to really get used to it. I think I'm going to talk about something that wouldn't be really written. We started in 2000, but actually we, as a friend, we already met in the mid-90s when we were in the art school. Mid-90s, like 94, 95, sort of in the end of, or in the edge of the last few years of the Suharto regime, which is totalitarian and also very militaristic. So, and then power for us is something to really, we have to work on, and then also we mock the power sometimes. We try to also dealing with how to deal with the power. So after that, we make this collective in 2000, and then it grows until now. Of course, there's a lot of struggle in our practice, not only with a lot of friends or a lot of collectives in Indonesia, but also all over the world. This kind of practice, which is really up and down, someone really can struggle until now, some like really gone, or because of a lot of, not only because of the support, but also a lot of thing that it's not really into the right ecosystem. So what we really thinking about to see those practice, because we already did it for 19 years, is actually how to sustain it, try to find the right way to sustain, not only sustaining the structure, but also the ideas. So this proposal is actually, our tone is actually also as an invitation that we can work together with Documenta. It's in the global level, and also bring all those several practices, which is we focus on. One is actually on alternative education. The second is actually a regenerative or sustainability economical model. Of course, there's a lot of artistic practice and strategy within it, and that's also one of the thing that we will work on. For and to Kassel, I think I will ask Farid to more elaborate on that. Thanks, Ade, and thanks everyone. Yeah, thank you for the energy in this room today. This is kind of like, as I said, maybe we need to get used to this, and hopefully it will be just like going up from now on. Continuing from what Ade has said, what we understood ourselves is always like a group and working in an institutional way, trying to make ourselves an institution, which is kind of like understood differently in our context than here in Europe, for example. But then this institution is just like has its own lifeline, and then when the kind of like the invitation for proposing for the next Documenta came in, we had a long discussion of like what to do with it, and then it is made into kind of like an invitation in tone, not a proposal, an exhibition proposal proper, let's say, because we understood it as our institution, and Documenta is another institution, where we exist in a kind of like a parallel way,
to be honest, from back home, it's also kind of like we never thought that we're going to work with Documenta, let's say. These two institutions has its own life, parallel life, but we might never meet in our lifetime. But then, certain kind of magic happened, let's say. And then that magic is labeled the Finding Comedy, let's say. And then from there, history happens, no? Hopefully. And then, so now, from that understanding, we kind of like built the Documenta 15. Our plan is to build Documenta 15 by extending this invitation again, not only to Documenta, but also to other institutions that Ade has explained before in focus. How it's going to turn out, we have to say that what we managed to come up with is a method. It's a process, and then we're going to follow that process. So okay. You can squeeze us as much as you want right now, but we don't know what it's going to look like, for example. But it's going to take place in Kassel. We're going to celebrate Kassel. Some of us, if not all of us, will spend a lot of time in Kassel, and then our habit is actually to build something from the context, so from the urban fabric. So we will try to work with Kassel, in Kassel, to Kassel and from Kassel. Also, hopefully, my German will be better the next time I'll be talking to you. So, let's hope so. Ade, maybe you wanna add something? I'll just leave it, and we're going to set up like an approach of a Farid already mentioned about how we work usually. We like people a lot, so we're going to meet people, we're going to talk with people, stories, people's stories is very important in our practice. Collaboration is also very, very important, collective practice. We now, for example, have a good school. Our educational platform, which is studying collective practice and contemporary art ecosystem, which is none of the educational platform, which is similar, because most of the educational now, of course, it's only, you know, like art school, for example, is very individual. So we sort of go to that approach, and we're going to sort of like bringing into two approach. Like one, it's going to be very experiential, sensual, and systematical. And then the other approach will be bringing the alternative practice not only in each local, but also bring it here. So hopefully, there's going to be some hybrid experience for Documenta in Kassel. Thank you. Wir freuen uns sehr und ich sage mal nochmal vielleicht vom Aufsichtsrat auch, wir sind uns alle einig gewesen, dass wir die Voraussetzungen für diesen wunderbaren Schatz Documenta schaffen wollen, aber unser Ziel war auch etwas zu wagen, etwas Neues und eben dieser künstlerischen Freiheit diesen Raum zu geben. In diesem Sinne ist jetzt der Raum da für Ihre Fragen und ich darf an Frau Köhler. Wir haben zwei Saalmikros, wenn Sie einfach mit Handzeichen aufzeigen, wenn Sie eine Frage haben, und bitte gerne nochmal sagen, wer Sie sind, woher Sie kommen, und dann bringen wir Ihnen das entsprechende Mikrofon. Jens Wellhöhner, Hessischer Rundfunk. Darf ich auf Deutsch stellen? Sie haben gesagt, Sie arbeiten in Kassel, es wird in Kassel stattfinden, sind keine weiteren Standorte, auch keine kleineren, geplant. Ist es alles jetzt in Kassel konzentriert oder gibt es auch kleinere Standorte woanders? The idea is actually
connecting. I think conversation is really important, dialogue between context and also between the locals and sites. So that one thing. So of course it's going to be quite in a heavily cited in Kassel, but we're also thinking how it actually can also draw the line and conversational with other locals. So it's sort of like it's going to be like interlocal conversation with other cities, with other sites. We're not really, of course, this is too early to say what's going to really happen, for example, but of course we imagine, for example, there is a really interesting practice in other contexts, and then we might also bring that sort of to experiment that model, that system here, for example. We call it one-on-one practice, real practice, which is, sorry, we have other word, but it's a bit too strong. So, so for example, this is. I hope you're not going to write it. Just for example, there is a school or university here, and then we have another practice of the way or model, educational model in other place in the world, and then we sort of like graft it or hack. Like 2 or 3 months of school, and then use that model from other contexts, for example, and then see what happened. So those kind of, like Farid said, we're really interested in how method and system works, for example. So we're going to work like really in within an existing system, for example, you know, like hospitals. If we have football club, it would be great. Yes, we have. And also schools, universities, those kind of really existing system that we can learn together. I hope it answers your questions. Also es geht nicht direkt darum, andere Ausstellungsstandorte, aber Projekte überall in der Welt zu haben, in der Form, dass es dieses Stichwort Kooperasi, also Cooperative, und die Ergebnisse dieser Projekte kommen dann in irgendeiner Form auch wieder nach Kassel. Aber es geht nicht so sehr um Ausstellungen, sondern tatsächlich um Dinge, die Kunst auch in der Realität bewirken kann und verändern kann. Also das war das, was Herr Geselle vorhin ansprach, so kleine Pockets of Hope Fenster zu öffnen, dass eben Kunst auch tatsächlich etwas bewirken kann. Und genauso dieses zweite Stichwort, was vorhin angesprochen wurde, Lumbung, was übersetzt in etwa Rice Barn oder Scheune bedeutet und im Grunde enthält, dass Ernte, die gemeinsam erwirtschaftet wird, dann auch wieder in die Gemeinschaft zurückkommt und es dann so ein quasi Zirkelmodell gibt. Also insofern von Kassel in die Welt und aus der Welt wieder nach Kassel, und das war diese Synthese, die vorhin angesprochen wurde. FITKO Deutschlandfunk, Sie haben den Begriff alternativ sehr stark gemacht. Der ist gerade hier politisch etwas belegt in Deutschland. Frau Dorn hat das angesprochen. Es gibt auch eine Alternative von rechts, die hier sehr stark ist, rassistisch und so weiter. Vielleicht könnten Sie diesen Begriff alternativ aus Ihrer Sicht noch mal genauer beschreiben. Yeah, thank you for the question. It's good to know, to be kind of like reminded how it's different. In our own context, for example, we don't use alternative as a word, because we're not alternative to anything. Let's say in Indonesia, in Jakarta especially, Ruang Rupa is not alternative to anything. The mainstream is not, you know, if there's alternative, there's a mainstream. The mainstream was not that strong, so we couldn't be alternative to begin with. It's like in music, there's underground or indie band, indie music, independent from what, you know, it's a reactionary. So it's a good question, let's say, about how to use the alternative. But what we're saying is like to understand, we're trying to understand, or we're beginning to understand the effect of Documenta, and then what the ecosystem that is touched by Documenta so far. And then if it's global, then maybe there are certain stuff that that it hasn't had a
big impact yet. And like for us, for example, Documenta happened every 5 years, we know. But the impact of Documenta to us was not that big, you know. Besides, you know, knowledge and knowledge about it happening. But we're trying to like give that understanding of Documenta from our point of view, from our particular context, because that's honestly what we could do and what we could offer as well. Like we couldn't pretend that we know right now, like the understanding of Documenta, how a press conference could attract this many media. It's something that we're learning by experiencing, let's say. So that kind of, the alternative, maybe it's from that, from the context where we're coming from. I hope it's starting to answer that. Hello, my name is Nora. I'm from Kassel. I don't have any questions to you. I would like to thank you to bring this delightful atmosphere in here. And what I really liked was the sentence, you are interested in people's stories. I'm also. Thank you. Thank you. Ja, guten Tag, Rainer Hane. Ich spreche hier für die Extra-Mediengruppe aus Nordhessen. Sie haben eben gesagt, dass Sie häufiger jetzt hier in Kassel sein werden. Ihr Vorgänger hat das ja ein bisschen anders gehandelt. Können Sie uns schon verraten, wie werden wir uns das vorstellen können? Kommen Sie mit der ganzen Truppe hier rüber? Wohnen Sie jetzt 4 Jahre in Kassel? Kommen Einzelne? Was passiert? As I mentioned before, to be rooted, to be working with a certain space, memories, histories of the space, and also the people, is always very super inspirational for us. So that's sort of like the core, also from how we work. We take art as something that you live in. It's not thematical. It's let's talk about this, let's talk about that, for example, as a thematic or issues. That's maybe our second or third, but for us, first art, it should be like something that you really will live in, including space and people. So to answer your question, it's quite practical, but like, for example, our method in Arnhem, when we did Sonsbeek, for example, we open up a space for working and also working with other local artists 1 year before the actual event. We call it Rural House, just actually copying Erasmus House, which is we have in Jakarta, and then we have Rural House in Holland. So so those kind of method, maybe we would see it differently. Maybe we think that it's also a nice idea to open an Indonesian restaurant, for example. No, I'm kidding. Half kidding. It would be nice. Half kidding. It could be really interesting to have it as a base, because from this basis actually, and then the conversation again can really generate that one thing. And then also the second. One is actually how this conversation and then become sort of also the core, and of course we cannot go like 10 person every time, but we're going to rotate that, and then we need also our members also doing research in some other places. So I think that will be our answer to that. Thank you. Wir suchen schon eine große Wohnung, wo man ordentlich zusammen kochen kann und einen großen Tisch hat. Sorry, I might add something. A local, I don't know if you mentioned before, but like our in early stage, we imagine that we're going to, it will be really important for us to have a local partner in crime, like really from either from Germany or from
from Kassel. That's actually, we imagine that that will be our first thing to do. Ja, zum Thema lokaler Partner gleich noch eine Frage hinterher. Sie wollen mit lokalen Künstlern zusammenarbeiten. Wir haben hier eine Kunsthochschule, die dringend mal wieder ein bisschen neuen Glanz und sowas alles braucht. Wird es da eine Zusammenarbeit geben? I think that, answer that, it's too soon to answer. Definitely, but we're not saying no, of course, you know. It would be good to know more about Kassel and the city itself. What is the common, let's say, common, not only stories, but also need? Like what does Kassel need? That's also one of the driving questions for us right now. Okay. I didn't expect that one. Okay. Katrin Lorch, Süddeutsche Zeitung, mit einer Frage an Frau Schormann. Die letzte Documenta ist in einer großen Auseinandersetzung über die Finanzen geendet. Sie haben jetzt 10 Kuratoren verpflichtet. Bekommen die 10 Kuratoren einen Dumpinglohn oder multiplizieren wir das Jahresgehalt eines künstlerischen Leiters mal 10? Und wie sieht die finanzielle Ausstattung aus? Nein, wir multiplizieren nicht mal 10. Wir sind unser künstlerischer Leiter, die Leitung ist die Gruppe, One Grupa. Alle, die sich um Konzepte beworben haben, hätten dasselbe Gehalt bekommen. Wie das jetzt in der Gruppe verteilt wird, ist obliegt selbstverständlich der Gruppe. Aber jeder künstlerische Leiter bisher hat ja auch Kuratoren, weitere kuratorische Assistenten und andere verpflichtet, die das Ganze unterstützt haben. Man kann das ja nicht allein machen. Das gilt ganz genauso natürlich auch für Juan Grupa, ob das aber Mitglieder der Gruppe sind oder andere kuratorische Unterstützung, die sie sich selbstverständlich auch an Bord holen werden, war auch Teil des Konzeptes, das ist ihnen entsprechend überlassen. Und was die Gesamtausstattung betrifft, so war ja schon im Nachgang zur letzten Aufsichtsratssitzung im November von Seiten der Gesellschafter in Aussicht gestellt worden, dass die Documenta 15 vernünftig und auch in Respekt vor den Kostensteigerungen und steigenden Technik und anderen Kosten entsprechend besser ausgestattet ist. Und so sind jetzt auch die Planungen, auf dieser Basis wird das aufgestellt. Also auch das, ich sagte es ja eingangs, ein großes Vertrauen auch von Seiten der Gesellschafter von Stadt und Land, aber auch von der Bundeskulturstiftung. Und in diesem Rahmen wollen wir uns auch bewegen. Und auch die Findungskommission, der ich auch noch mal sehr, sehr intensiv danken möchte, denn sie hat eine wirklich sehr intensive, sehr verantwortungsvolle, tiefgehende Auseinandersetzung mit den wirklich hervorragenden Konzepten, die Vorlagen umgesetzt und auch mit einem großen Verantwortungsgefühl dafür, dass das, was jetzt die Documenta 15 ausmacht, auch etwas ist, was sich realisieren lässt. Auch das war in der Findungskommission auch ein wichtiges Thema, auf das nachgedacht wurde. Ja, vielleicht noch von Seiten der Gesellschaft und des Aufsichtsrats ist ja allgemein eine Wahrheit, dass man, wenn man Fehler macht, die meistens am Anfang macht und die dann im Laufe des Prozesses nicht mehr oder schlecht nur einholen kann. Und deshalb haben wir diesmal von Anfang an dafür gesorgt, dass eben eine auskömmliche Finanzierung, die eben auch eine Steigerung beinhaltet, wie Frau Dr. Schaumann das eben angekündigt hat, zur Verfügung stellt, aber auch der künstlerischen Leitung, also Juan Grupa, wie auch allen anderen, sage ich mal, im Vorfeld des Prozesses klar war, mit welchem Budget von Anfang an, einem sehr auskömmlichen Budget, gearbeitet werden kann, das dann auch verbindlich ist und wo man am Ende dann nicht hinterher noch differenzieren muss, was gehört denn zu Sicherheitsaspekten und anderen Themen dazu, sondern es gibt ein klares Budget für die künstlerische Leitung. Dort soll mitgearbeitet werden, die Ausstellung vernünftig vorbereitet werden in den Gedanken, die Juan Grupa in dem Falle voranbringt.
Und das haben wir diesmal von Anfang an auch so verbindlich festgestellt. Und ich darf mich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich beim Land Hessen, aber auch bei der Bundeskulturstiftung der Bundesrepublik Deutschland bedanken, das so zu unterstützen von Anfang an. My name is Björn Schommeyer, just a citizen. I have a question, because with your appointment, you already fulfilled for the first time your approach from Kassel into the world and back into Kassel, because the mother of the current ruling Netherlands royal family was a North Hessian princess born here in Kassel, which later on became the colonial overlord of Indonesia, now here in Kassel. My question is, are you also interested into historical questions on the historical approach of artistic research, or is it more a contemporaneous approach that you're looking into? Thank you so much for the notes. I think it's super interesting. No, we mentioned before about the stories, but also I mean, like for sure, like histories is very, it's super important in our practice, and we never see things either people or location of buildings or space or even streets as neutral. So there's always histories, memories, stories is always something that really, really super important for us. And of course we have a lot of imagination and also sort of goals towards that. So thank you for the question, and yeah, the answer is yes, we are really interested in that. Thank you. Ich sehe für den Moment keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Mein Dank geht natürlich ans Podium, aber auch für Ihr Kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie bekommen jetzt in Richtung Ausgang noch ausführliche Presseinformationen. Und ja, herzlichen Dank. One.